Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und willkommen auch im Jahr 2022. Ich habe im Dezember und speziell zu Weihnachten einige Bücher bekommen, die ich gerne auch im neuen Jahr lesen würde und wollte auch mit euch darüber sprechen. Ihr seht nicht so häufig Neuzugänge-Videos auf meinem Kanal, weil ich gar nicht so oft so viele Bücher in einem Monat anhäufe, um sie dann auch wirklich zeigen zu können. Aber ich finde, gerade nach Weihnachten und nach meinem Geburtstag bietet sich das manchmal an, weil dann eine größere Menge eingezogen ist. Und wie immer, wenn ihr zum Beispiel Bücher gemeinsam lesen wollt oder wenn ihr schon Bücher davon gelesen habt, dann lasst mir doch gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Oder wenn es mit irgendeinem Buch ganz dringend ist, was ich sofort als erstes lesen sollte, dann gebt mir oder auch gerne Bescheid und ich räume dem eine gewisse Priorität ein. Und dann wünsche ich euch viel Freude mit diesem Video. Bereits in meiner Rekapitulation zum Jahresende 2021 habe ich erwähnt, dass ich mich selber beschenken wollte zu Weihnachten. Und da habe ich auch schon kurz gezeigt, was es geworden ist. Und zwar habe ich ja seit 2019 das Projekt, dass ich Anton Tschechow etwas näher belesen möchte. Und da habe ich mich gleich zum Jahresende nochmal eingedeckt, nämlich einmal mit Sämtliche Einakter von Anton Tschechow. Das ist hier eine Übersetzung von Peter Obern, von dem ich bisher, glaube ich, fast noch nichts gelesen habe, was Tschechow betrifft, aber ist ja der große Tschechow-Übersetzer schlechthin. Ich habe bereits Einakter von Tschechow gelesen in einer Reklamausgabe. Da gibt es 3 Einakter versammelt, aber den Rest eben nicht nochmal in Reklam. Und ich wollte aber einfach mal alle lesen und werde definitiv auch alle noch einmal lesen, weil ich auch Dramentexte 2022 ein bisschen präferieren möchte. Und ich erhoffe mir von diesen Einaktern vor allem etwas humorvoll, amüsantes, absurdes. Und das steckt ja auch definitiv drin, diese Möglichkeit. Und da freue ich mich sehr darauf, das bald zu lesen. Außerdem ist 2021 in der Friedenauer Presse eine Briefsammlung erschienen, und zwar dieses 8 Uhr gestreifte Hyäne, Briefe des Malers Isaak Levitan an Anton Tschechow. Hier ist es gar nicht so richtig ein Briefwechsel, weil es, glaube ich, keine Gegenbriefe von Tschechow gibt, die abgedruckt sind, sondern es sind vor allem erstmal die Briefe von Isaak Levitan abgedruckt und dann folgen teilweise noch, ich glaube, eine kurze Erzählung von Tschechow auf 20 Seiten. Dann gibt es noch gemeinsame Bilder, eine sehr lange editorische Notiz, viele Anmerkungen, schönes Nachwort, auch aus der Moderne. Im letzten Jahr war ich bei einer Ausstellung zu russischem Impressionismus im Barberini in Potsdam und da waren auch definitiv Bilder von Isaak Levitan ausgestellt und die sind sehr, sehr schön. Also wenn ihr einfach mal seinen Namen eingebt bei der Google-Bildersuche, dann werdet ihr sofort absolut idyllische Landschaften finden. Also das ist einfach ein unglaublich begabter und vor allem sehr, sehr bekannter russischer und auch russisch-jüdischer Maler gewesen. Und ich bin gespannt darauf, welche Korrespondenz die beiden da getreten sind. Es ist im Dezember auch definitiv ein Titel bei mir eingezogen, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich auf meinem Kanal ist, aber auch nicht so ungewöhnlich. Und zwar geht es um Alice Oseman Heartstopper, den ersten Band. Alice Oseman ist eine relativ bekannte, ich glaube auch Comic und generell Autorin von YA-Geschichten, also Geschichten, die sich definitiv an ein jüngeres Publikum richten. Und was mich hier angesprochen hat, ist natürlich der queere Aspekt. Hier geht es um 2 Jungen an der Schule. Der eine, Charlie, bei dem es schon bekannt, dass er homosexuell ist, und der andere, Nick, ich glaube, der bewegt sich eher so im Bereich Bisexualität, und da bin ich sehr gespannt darauf, wie sich die beiden Männer da annähern, wie die zueinander finden. Ich hoffe, dass das eine schöne, warme Love Story wird, natürlich, und ich denke auch konfliktreich, irgendwas brodelt ja immer unter der Oberfläche, aber ich hoffe da irgendwie auf eine schöne Geschichte mit Schulsetting auch zu treffen und hoffe, dass das großartig umgesetzt ist. Auch der Zeichenstil ist irgendwie sehr niedlich und auch der hat mir auf den ersten Blick gefallen, deswegen werdet ihr darüber sicher auch bald etwas hören bei mir. Auch von meinem Schwager und meiner Schwägerin bekomme ich jedes Jahr ein Buch geschenkt, mittlerweile. Und sie haben mir von Erika Fatland Sowjetistan geschenkt. Diese Autorin, übrigens eine Norwegerin, die habt ihr bei mir auch vielleicht schon mehrfach gesehen. Sie hat sowohl Die Grenze geschrieben, das ich schon reviewed habe 2019, als auch jetzt in 2021 kam Hoch oben ihr Buch über den Himalaya raus. Und Sowjetistan ist ihr erstes Buch, was 2014 auf Deutsch erschienen ist. Und da reist sie nochmal durch diese 5 Stan-Länder, die ja auch vorne aufgeführt sind. Turkmenistan, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgistan und auch Usbekistan. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe von keinem dieser Länder auch nur ein bisschen Ahnung, wobei mir dieses Buch bitte helfen soll. Und ich mochte die Bücher von Erika Fatland bisher unglaublich gerne, weil sie als Sozialanthropologin einfach die Menschen vor allem im Blick hat. Da hat sie so ein bisschen was von Svetlana Alexejewitsch, natürlich nicht ganz so krass, weil sie nicht Menschen in absoluten Krisengebieten immer interviewt, sondern einfach die Leute nach ihrer Lebensart befragt, gleichzeitig Geschichtliches und Geografisches damit reinwirbt und auch die politischen Schwierigkeiten des Landes mit drin hat. Also das habe ich zumindest aus ihrem Himalaya-Buch rausgelesen, das war bei Die Grenze ganz, ganz aktuell, und ich finde es unglaublich spannend, was für einen Blick sie auf die Welt hat, dass sie sich auch gleichzeitig so ein bisschen als privilegierte Norwegerin natürlich wahrnimmt und sagt, für sie ist es sehr einfach, durch diese Länder zu reisen. Und es ist teilweise einfacher für sie, in diesen Ländern zu sein, als für die Menschen, die dort wohnen, die mit viel größeren Repressionen leben müssen. Also
unglaublich spannend, welchen Blick sie da wirft, und ich freue mich dann, die Trias ihrer aktuellen Bücher voll zu haben. Außerdem habe ich schon seit Ewigkeiten vor, mal was von ihrem Ehemann zu lesen, denn der ist kein geringerer als der große norwegische Schriftsteller Erik Fosnes Hansen, und der bringt, glaube ich, auch gefühlt alle 2-3 Jahre ein neues Buch raus, und ich hoffe, daran komme ich irgendwann auch nicht mehr vorbei, aber erstmal ist Frau Fattler natürlich dran. Worauf ich mich an Weihnachten und an meinem Geburtstag immer sehr freue, ist ja das Paket von Anne von Literaturlärm. Wir schenken uns, glaube ich, schon seit über 5 oder 6 Jahren mittlerweile immer zu diesen beiden Daten etwas. Und ich freue mich immer jedes Mal darauf, einfach mir vielleicht noch nicht bekannte Bücher auszupacken, zu schauen, was hat Anne für mich ausgewählt. Und diesmal waren es 2 Bücher. Das eine ist diese wunderbare, schmale Erzählung von E.M. Forster, The Machine Stops, also Die Maschine steht still, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Das ist ein Science-Fiction-Dystopie-Klassiker aus dem Jahre 1909. Dazu hat Sarah vom Kanal Bookmark mal eine ganz tolle Review gemacht. Und ich glaube, auch von da ist es mir bekannt, und seitdem ist es auch auf meiner Wunschliste, aber wie es mit so vielen Büchern ist, man nimmt sich immer nicht die Zeit dafür. Und Anne war auch so gütig, mir das auf Englisch zu schenken, damit ich auch da weiterlese. Ich habe ja doch vor, mehr Fremdsprache zu lesen, und mache es manchmal nicht so rigoros, wie ich das gerne machen sollte, wollte, wie auch immer. Ich weiß noch, dass Sarah davon sehr, sehr begeistert war. Ich denke, weil man kaum glauben kann, dass dieses Werk in seiner Art und Weise, wie es Menschen in ihrer Vernetzbarkeit über Telekommunikation, Internet und sowas schon im Jahr 1909 darzustellen weiß. Also da bin ich sehr gespannt, wie diese Maschine funktioniert. Und der Titel The Machine Stops, es geht natürlich irgendwie auf einen Katastrophenfall zu, wie ich das Gefühl habe. Und ich freue mich sehr darauf, was in diesem kleinen komprimierten Bändchen steckt. Das zweite Buch, das Anne mir geschenkt hat, das habe ich direkt zum Jahresanfang gelesen, und zwar von Bae Soa, Weiße Nacht. Das ist eine südkoreanische Autorin, und ich habe auch im Dezember bereits 2 koreanische Autorinnen gelesen. Deswegen war das einfach eine perfekte Ergänzung für mich. Hier folgen wir einer jungen Frau namens Ayami, die als Assistentin in einem Hörtheater gearbeitet hat, und dieses wird aber geschlossen. Sie erlebt also ihren letzten Tag dort, beschreibt ihre relativ belanglose Arbeit, und dann begibt sie sich in eine Nacht und einen Tag durch Seoul, und sie könnte einfach auch nur ihren Gedanken nachhängen und durch die dunkle Nacht streifen, aber sie begegnet verschiedenen gruseligen Persönlichkeiten. Die Figuren sind super weird, die Situationen, in die sie gerät, sind es ebenso. Das Werk zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass immer wieder bestimmte Elemente auftauchen und die überhaupt nicht dorthin gehören, wo sie dann wieder auftauchen, und auch die Geschichten so ein bisschen zusammenfallen, weil es wird auch noch die Geschichte eines anderen Mannes erzählt. Wir haben verschiedene Perspektiven, die reinkommen, und auch Ayami bezeichnet sich dann selber schon als in irgendeiner Art von Traumzustand befindlich oder dass sie in einer Art Spiegelwelt existiert. Also wir merken, der surreale Gedanke des Buches, der tritt ziemlich stark in den Vordergrund. Mir hat das Buch gut gefallen. Es ist noch kein Highlight zum Jahresanfang geworden, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Krankheit solcher surrealer, kurzer Geschichten, dass das Ende manchmal so unbefriedigend ist, und das war es leider bei diesem Buch. Ansonsten unglaublich gelungene Bilder, richtig stimmungsvoll, unheimlich, ein bisschen gruselig, genau das, was ich erwartet habe. Dann spielt das Ganze auch noch mit so ganz vielen verschiedenen kontrastreichen Elementen, also da werde ich im Lesemonat definitiv noch was zu erzählen. Also es hat mir gut gefallen, und ich wünsche mir aus der Riege Südkorea definitiv noch sehr viel mehr Literatur. Und zum Schluss zeige ich euch noch die Geschenke, die ich von meinem Freund bekam. Ich glaube, wenn es ums Sprachenlernen geht, insbesondere Russisch, ist mein Freund derjenige, der mich da am meisten fördert, vor allem auch mit Lektüre und Literatur. Und er hat mir einmal aus dem Buske Verlag dieses Russisch sicher schreiben geschenkt, weil er weiß, ich möchte mein Russisch unbedingt verbessern. Ich möchte mehr Schreibroutine haben, ich möchte mich mehr mit grammatischen Phänomenen auseinandersetzen, und ich möchte irgendwann mal klassische russische Texte im Original lesen können. Und deswegen hat er mir nicht nur dieses Lehrbuch hier geschenkt, sondern auch aus dem Buske Verlag eine Erzählung eines klassischen russischen Dichters, nämlich von Iwan Turgenew, die Asja, was eine unglückliche Liebesgeschichte sein soll. Und ich dachte mir, die werde ich wahrscheinlich nicht sofort lesen, sondern vielleicht auch erst ein bisschen später. Warum wende ich mich nicht generell dem Werk Turgenews einmal wieder zu? Und dann habe ich mir selber noch diesen Band von DTV mit Liebesgeschichten von Iwan Turgenew organisiert. Der ist jetzt auch gerade erst bei mir eingetroffen, und da ist unter anderem Asja eben in der deutschen Übersetzung drin, und es sind noch eine unglückliche und das Lied der triumphierenden Liebe mit drin. Also ich bin sehr gespannt auf Iwan Turgenews Erzählen. Ich kenne von ihm ja bereits das Adelsnest, Väter und Söhne, und ich glaube auch eine Erzählung, ich glaube Erste Liebe. Ja, also ein bisschen was von Turgenew habe ich schon gelesen, aber er hat bisher nicht so die große Rolle auf meinem Kanal gespielt, komischerweise, aber ich glaube, er geht auch ein bisschen neben Dostojewski, Tolstoi, Tschechow so ein bisschen unter, aber ich versuche euch bald davon zu berichten, wie mir seine Erzählungen gefallen. Er ist ja doch ein etwas anderer alter Russe als Dostojewski zum Beispiel, weil er sehr westzugewandt ist und darüber auch mit Dostojewski sehr in Streit geraten ist, als sie sich in Deutschland mal begegnet sind. Auf jeden Fall ein super interessanter Autor und definitiv
eine Lücke bei den alten Russen, die ich mal wieder schließen kann. Und ich freue mich einfach wahnsinnig darauf. Damit bin ich dann auch am Ende meines Neuzugänge-Videos von Weihnachten und Dezember angekommen. Das sind nochmal die Bücher im Überblick. Das Lehrbuch habe ich jetzt mal beiseite gelassen. Das ist ja kein richtiges Buch, das zu meinem Lesemonat gezählt wird. Aber es ist eines, mit dem ich 2022 definitiv arbeiten werde. Vielleicht seht ihr davon ein bisschen was in zukünftigen Lesevlogs. Hier ist einmal eine queere Graphic Novel, ein Comic dabei. Hier war südkoreanische Literatur mit dabei. Sehr viel irgendwie osteuropäisch-russisches, wie ihr es hier in der Mitte seht. Und einmal ein kleiner Science-Fiction-Klassiker von Anne als Geschenk. Ich freue mich auf all diese Bücher, sonst würde ich da jetzt nicht so begeistert drüber sprechen. Wie gesagt, lasst mir gerne eure Meinung darüber da, wenn ihr denn eine Meinung habt. Ansonsten auch gerne alles andere in die Kommentare, was euch so beschäftigt, was ihr wissen wollt oder worüber wir unbedingt reden sollten. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!